Ja, siehst du? Autokompost-Bin. Ich habe hier bloß ein Autokompost-Bin. Bin ich noch nicht in dem Level, dass ich die Art automated? Keine Ahnung. Okay, diese Arc Automated Mod kennst du noch nicht. Okay. Ja, aber wie gesagt, das ist, die heißt Arc Automated. Musst du mal im Workshop gucken. Die ist, ich zeig dir das mal ganz kurz. Wir haben das hier unten aufgebaut. So, da hast du hier so ein schönes Kästchen. Ja, das ist ein automatischer Eiersammler. Der sammelt dann Eier ein, die gelegt werden, ohne dass sie dann halt eben zerstört, also beziehungsweise dass sie sich verschwinden. Ja. Das sind die Autokomposter, die sammeln automatisch die ganze Scheiße ein, die ganze Kacke. Holen sich dann hier aus dem Fetch-Prozessor Fetch raus. Das musst du natürlich noch reinlegen, das wird nicht automatisch abgefarmt. Vielleicht kommen die da noch ein dazu. Und dann macht der automatisch hier Fertilizer. Ja? So, und dieses ganze Zeug, wenn das fertig ist, sammelt sich dann hier in dem Silo. So. Hier kannst du dann das fertige Produkt abholen. Was ich total genial finde. Zugeben, ja. Oder? Stark, oder? Also macht gerade den, den Spielbereich eben mit der ganzen Felder anlegen, düngen etc. macht das doch um einiges leichter. Ja. Weil das sind doch, wenn man mehrere Fälle anlegt und gerade gerade zu Beginn braucht man ja nur doch einiges. Es ist halt nervig. Ganz ehrlich, ist es nervig, wenn du halt ständig der Kacke hinterherrennen musst und dann Fertilizer draus machst, damit du die deine Beete bestellen kannst oder düngen kannst, besser gesagt. Ja, ja, das stimmt. Ja, das vereinfacht stimmt. Das schon. Ja. Aber wie gesagt, ja, das ist wirklich recht genial. Das ist schön. Das ist gut gemacht. Hier wird ein Großteil der Arbeit abgenommen. Also alles macht die Mod dann doch noch nicht. Nee, du musst aber für Thatch sorgen. Also Thatch musst du reinpacken und du musst Tiere da stehen haben, die ordentlich was ablassen. Und ja, den Rest erledigt dann halt eben die Mod, respektive die Bauteile, die du aufstellst. Und das finde ich schon ganz gut. Also Fertilizer musst du schon rein. Ja, das Spiel musst das du schon in die Felder stopfen, aber... Ja, also das Spiel, da bin ich ganz deiner Meinung, das wird der Hammer. So, also ich weiß nicht, wann ist genau Release geplant, ich kann es dir nicht genau sagen. Juli, ich meine ja. Juni, Juli, irgendwie so in den Dreh. Sowas. Und das wird, ich sage ja, das wird der Hammer. Das wird absolut Kreise ziehen. Wie oft ist es jetzt verkauft worden? Ich glaube über 3 Millionen. Die sind, glaube ich, schon fast an der 4-Millionen-Grenze dran. Das im Early Access, das muss man sich mal vorstellen. Wenn du unter Top-Spiele guckst, im Early Access-Bereich, siehst du Ark eigentlich immer an der Spitze. Oder relativ häufig an der Spitze. Es kann aber sein, dass es mal kurz übertrumpft wird und dann... aber naja, nicht für lange. Genau, also ich habe es jetzt gerade gefunden. Ich hatte es doch drauf. Hier sind aber auch noch andere Sachen dabei. Eine Trashcan. Was war das nochmal, Deadman? Du hast übrigens auch einen Cauldron. Das ist ein großer... großer Kochtopf. Ja. Der halt eben den normalen Cooking Pot ersetzt. Hier ist der Vorteil, wenn du den an eine Wasserleitung legst, dann kannst du dort zum Beispiel Wasserbehälter reinpacken, die füllt er dann automatisch auf. Du brauchst nicht mehr zum Wasser und immer neue Wasserbehälter reinschmeißen. Ist auch eine geile Geschichte. Dann hast du hier zum Brüten einen Egg Incubator. Da wird, glaube ich, das Ei draufgelegt und es hat immer die passende Temperatur, was du natürlich auch mit einigen Klimaanlagen ordentlich machen kannst. Also du kannst natürlich... Hier ist zum Beispiel der Cauldron, den wir haben. Der gehört auch noch zu der Mod. So, und wenn da jetzt ein vernünftiger Wasseranschluss dran wäre, den Komo noch nicht gelegt hat, dann würden sich da zum Beispiel die... ja, diese Water Jars und sowas würden sich automatisch auffüllen. Ne? Also das heißt, du kannst alles reinpacken, brauchst dich nicht mehr um Wasser kümmern. Das ist schon genial gemacht, ehrlich. Macht Spaß. So, und jetzt können wir nochmal hier eben den Eiersammler machen. Dann kann ich das gleich nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier diese Mod jetzt nicht herausstechen lassen, aber es ist halt eben wirklich eine geile Mod und die macht Spaß. Und auch Hut ab an die... Und was Spaß macht, kann man ja weiterempfehlen. Ja, genau. Also die Mod musst du auch definitiv...
abonnieren. Die ist echt cool. Die ist richtig cool. So, jetzt pass auf. Wenn ich den gleich aufstelle, dort wo Deadman seine große Dodo-Party feiert. Hier sind schon wieder kleine geschlüpft. Das ist, ja. Du musst mal hier reinkommen, das wird immer mehr. Wart, ich muss grad was trinken. Komme. So, und hier sollten wir dann gleich einige Eier finden, wenn das dann soweit ist. Gott, ey. Was denn? Ja, du züchtest gerade Dodos. Ja, ja, ist doch okay, oder? Naja. Wow, lustig. Was ist das für ein Kindergarten hier? Ja, guck dir das mal an, wie... Oh Gott. Das willst du... Nee, das kann... Du musst die nachher abstellen. Du musst die alle, disablen, ne? Das naja. Ist... Ja, sonst... Ich weiß ja nicht, ob der Server das sonst auch... Stresstest, würde ich sagen, oder? Stresstest. Ja, komm, ja, wie geil also... ist das denn? Ja, wenn weg, dann weg. Dann haben wir Black Screen. Ja, genau. Mach schnell zu. Kein sonst Thema. Haben wir gleich Dodo-Überflutung. Was ist nun los? Dodo-Überfall? Hände hoch, das ist ein Dodo-Fall. Ja, warte kurz. Ich glaube, wir bauen da mal eben eine Tür ein oder so. Dann brauchen wir nicht mal das Tor aufmachen. Fenster wären nicht schlecht. Lustig. So, ich schau mal eben. Ich glaube, wir hatten noch... Patchmäßig ein Glaswände! Bisschen. Glaswände! Da kann man sehen, was los ist. Ja, die, können wir aber, glaube ich, noch nicht bauen. Können wir die noch nicht bauen? Nee, da fehlt uns noch Material. Da brauchen wir so viel Kristall für. Und Kristall ist jetzt im Moment, hast du ja gesehen. Ja, die schlüpfen von alleine. Das ist ganz krass. Das, ja, an einigen Stellen. Da passt irgendwie die Temperatur. Ja. Also da ist nichts gemacht von uns. Da passt anscheinend die Temperatur irgendwie. Ja, irgendwie ist das gerade die passende Brutecke hier. Ja. So. Jetzt kann ich hier auch mal reinlaufen. Sehr schön. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Ich meine, dass der jetzt schon einiges gesammelt hat. Siehst du, da sind die Eier. Die liegen dann hier nicht mehr rum. Deadman, das werden immer mehr hier. Ja, ja. Lass uns mal einen Rex holen jetzt. Die Dodos, die machen nichts kaputt. Gut, dann holen wir jetzt mal einen Rex und viel Spaß. Lass die Dodos Dodos sein. So, also 10 Dodo-Eier. Da sind nachher 1000 Dodo-Eier drin. Ja, übertreib man nicht. Was? Nein, tu ich nicht, keine Angst. Doch. Ich hab das Gefühl gerade, dass du ganz, ganz stark übertreibst. Nein, das tue ich nicht. Alles ist gut. Was meint ihr? Wie viel Dodos werden es heute noch? Also ich täme keinen mehr, persönlich. Nee, brauchst du auch nicht mehr. Die sind jetzt im Automatikverfahren. Ja. Dodos. So, was brauchen wir denn jetzt für den Rex? Also, ich glaube, Munition habe ich noch genug. Ich nehme sicher, nee, Narkotikpfeile habe ich auch noch genug. GPS. Hier, apropos GPS. Deadman, dein GPS. Ja. Ja. Ich weiß, wir haben GPS. Ja, hatte ich dir gestern gebaut. Wo bist du? Hallo. Warte. Ich ja, wie gesagt, die Arc Automatis ist echt eine geile Mod. Die macht echt Spaß. Ja. Und kann man auch nur empfehlen. Sollte eigentlich auf keinem Server fehlen. Meines Erachtens. Gibt es natürlich geteilte Meinungen. Viele sagen, muss man sowas haben? Ich mach das lieber selbst. Also ich mach's nicht lieber selbst. Ich finde das cool so. Brauch ich mich nicht um die Scheiße kümmern. wo bist du jetzt, Deadman? Ich bin hier vor deiner Dodo-Farm. Ich schmeiß jetzt dein GPS hier hin. Mein GPS. Hast du genau noch... Okay. Schaps. Und Schaps. Alles gut. Hast du genau noch? Okay. Mein Vogel ist, glaube ich, draußen. Ich brauche noch was zu essen. Ja, es ist... Fleisch ist... ja, Fleisch ist gerade gesehen. Kühlschrank genügend. Ja, ich hole mal hier das... Apropos, das hier ist wieder von unserer... von unserer Akrobaten-Mod. Ist das der Mega-Grill? Der neben dem normalen Grillen auch halt eben Primey Jerky macht. Das heißt, man braucht kein Öl mehr. Hier reicht es, wenn du Spark Powder reinschmeißt und kannst dann Primey Jerky. Verwandelt das automatisch um. Genau. Von jedem Fleisch. Genau. Das heißt, grillen Prime. Und los geht's. Du hast dein Prime Meat Jerky, was du ja definitiv brauchst, um Kibbles zu machen.
Also ist schon, ist auch eine coole Geschichte, wie gesagt, aber die ist noch nicht öffentlich. Die ist noch nicht public, die Mod. Die muss noch ein bisschen überarbeitet werden und dann schauen wir mal. Was ist denn nun los? Wieso kämpft der denn jetzt noch immer hier? Wer denn? Ja, hier. Da, hier. Danke für die genaue Auskunft. Die Morphodon, das war deiner wieder. So meiner? Ja, das war die Morphodon. Der lag da draußen. Komm, das war meiner. Ja, der lag hier draußen rum. Der hat hier wieder den Sanstego angegriffen. Ach, Mann, ey. Den hatte ich abgesetzt wohl. Ach, scheiß doch, die waren da. Ich war froh, dass ich einen hatte, übrigens. Jetzt habe ich keinen mehr. Nee, jetzt hast du keinen mehr, jetzt ist Feierabend. So, los, die. Rex. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier den... Oh nee, der hat ja eigentlich... Gut, das kommt noch eben raus, das kommt noch eben raus, das kommt noch raus, das kommt noch raus. Das kommt noch raus. Dann kriegt er noch ein bisschen Stamina dazu. Noch ein bisschen Stamina. Und ja. Gut, ich nehme den Ketzerl mit. Wenn ich darf. Ja, freilich. Und ich fliege mal eben Birdie bloß weg. Und so, was brauchen wir alles? Schokolade, nehmen wir die mit? Die Schokolade sollen wir mitnehmen, ja. Ist für den Rex, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Die Frage, funktioniert das nur noch heute, dass man die bekommt, oder funktioniert das nur noch heute, dass man die benutzen kann? Ich denke mal, das funktioniert nur noch heute, dass man die bekommt. Denke ich. Aber ist auch nur so ein Gedanke. Bei Halloween hatten wir uns auch getäuscht, weil die Grabsteine waren alle weg. Ja, ja, das stimmt. Aber, ja, die Höhle, die ist cool. Die, die haben wir irgendwie durch Zufall gefunden. Das war, glaube ich, war das gleich im ersten Stream? Hast du hier die Schokolade aus dem Kistentruhe rausgenommen? Okay, ich wollte gerade sagen, sonst ist sie nämlich schon weg. Nee, das war gleich im ersten Stream, wo wir die Höhle hier gefunden haben. Und da haben wir uns gedacht, ja, nicht lange weitersuchen. Hier bleiben wir. Weil hier ist eigentlich Platz. Wir haben direkte Anbindung zum Meer. Haben wir jetzt auch erst erfahren. Das heißt, du kannst unten schön durchtauchen. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Du kannst hier runter und hier geht es ziemlich tief nach unten. Aber mit so einem Ichthyo oder mit so einem Hai ist das überhaupt keine Probleme. Hast du da überhaupt keine Probleme mit? Die kommen ganz locker da unten raus und du bist dann am offenen Meer. Also ist schon genial. Und die Insel hat eigentlich keine aggressiven Tiere. Außer du bringst selber welche mit. Ja. Aber außer sonst die sind Bewohner. Hier... Genau. Sonst sind hier keine aggressiven Tiere. Ne? Also ist eine richtig coole Insel. Aber Deadman, nichtsdestotrotz, wir nehmen das Raft mit. Schon wieder. Für den Transport, ja. Ich glaube, ich komme hier nicht drauf. Warte mal kurz. Nee, ich kann hier nicht landen. Warte. Versuch jetzt mal. Nee, ich komme nicht auf das Raft drauf. Ja gut, dann müssen wir... Ich meine, dass sie das abgestellt haben. Siehst du? Nee, macht er nicht. Geht nicht. Gut, dann fliege ich und du musst mit dem Raft irgendwie... mitfahren, oder? Weil wir müssen ja definitiv irgendwo den Rex... transportieren. Ja, dann. Transportieren. Ja. Okay, wo fahren wir hin? Gut, lass uns mal hier, ja, wo finden wir am besten einen? Wo finden wir am besten einen? Ich würde mal sagen, ja. Hier rechts das Ufer, rechts von dir das Ufer. Ja, können wir machen. Lass uns da mal gucken. Muss da einfach mal rüberschippern. Meine Rechse gibt's ja mittlerweile genügend hier. Oder generell Tiere gibt's ja genügend. Und die Koordinaten von der Insel, warte kurz, die, naja, die kann ich dir auch auf meinem geilen GPS zeigen. So. Oh, auf meinem geilen GPS. Auf unserem da geilen hast du die Koordinaten. 58, 7, 52, 3. Gut, wir sind jetzt schon ein bisschen raus, aber wie gesagt, da ist die Insel, da solltest du sie dann sehen. So viele Inseln solltest du bei den Koordinaten nicht geben. Genau. 58, 7, 52, 3. Da solltest du die Insel finden.